Damit willkommen zurück hier bei Civilization Young Earth Folge Nummer 3 und Frankreich will mir hier wohl den Weg abschneiden. Ja und ist doch mir egal. Erklärt mir doch den Krieg, kommt schon. Bitte nicht. Zu einem so frühen Zeitpunkt hin muss das nicht sein. Hier werde ich mal rübersiedeln. Achso, das war wieder Frankreich. Ja, solange es nur Frankreich ist, ist mir das ja egal. Nur Frankreich. So. Rup. Offene Grenzen, offene Grenzen. Ja, okay. Warum denn nicht? So, ja, in der nächsten Runde kannst du dann da rüber. Du fährst da rein, baust dann. Du bist da oben fertig. Also die Fasern als nächstes. Eine Produktion wählen hier unten. Wir nehmen die Zellzuchtstation. Und wir haben wieder mal Energie in Lecker abgearbeitet oder klauen können. Wir können jetzt eine Technologie stehlen. Warum denn nicht? Sie haben uns öffentlich verdammt. Aggressive Expansion. Hinweis, sie befinden sich nicht im Krieg. Okay. Verdammt mich halt. Mann. Frankreich wird fallen. Ihr werdet bald schon den wahren Glauben der Bruderschaft von Nord übernehmen. Wow. Oh, doch, da war was. Da war was. Okay. Arbeite. Arbeite. Eine weitere Quest-Entscheidung. Es ist offensichtlich, dass die heimische Spezies diesen Planeten eine Gefahr für unser Wachstum bedeutet. Auch wenn wir ihre Intelligenz nicht bestimmen können, ist ihre Feindseligkeit dokumentiert. Wir müssen jetzt entscheiden, wie wir mit ihnen umgehen. Sollen wir versuchen, die hiesige Wildleben zu domestizieren oder sie auslöschen? Reinheit, auslöschen. Das war ja einfach. bewohnt verdammt. Okay, nächste Runde. Ja, wir arbeiten zusammen. Sehr schön. Auch wenn Frankreich uns verdammt hat, die Leute wollen mit uns arbeiten. Eine weitere Station ist irgendwo gelandet. Wir fahren da drauf und bauen ab. Ob das die gute Wahl war oder nicht, das sehen wir dann bald. Ja, wenn wir schon zusammenarbeiten, dann darfst du natürlich in meine Hütte kommen. Durch meine Gebitte. Wie viel Life habt ihr? Okay, das könnte eine knappe Angelegenheit werden. Ich glaube, 4 Runden brauchen sie. Ein bisschen haben sie ja noch dann. Wenn es mich nicht täuscht, bin mir aber nicht so sicher. Noch 50. Nächste Runde. Wie ich gebannt darauf warte. Oh, er darf. Okay. Okay. Produktion wählen. Dann nehmen wir natürlich Tundra. Das ist aber keine Tundra hier, ne? Nee, 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 nee. Da ist Tundra. Wüste. Dann nehmen wir das Pharma-Labor. Nächste Runde. Oh, 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 oh. Na, sowas aber auch. Okay. Der Plan, ins Wasser zu gehen, ist damit erstmal gescheitert. Lauft. Hondell. Ach, guck mal an. Die hat, oh, super. Ich glaub's ja gar nicht. Dann ist natürlich die Mod, die ich davor hatte, natürlich vollkommen uninteressant, wenn das mittlerweile schon so ist. Azubi. Ja, dahin. Auch wenn mir andere Städte wahrscheinlich besser gefallen würden. Wir dürfen hier oben was bauen. Yum, 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 yum.
ist halt auch alles nicht Tundra, ne? Ein Handelslager, dann kann er selber handeln. Okay. Energie abschöpfen, das ist auch gelungen. Wir haben ein Dings gefunden, Satellit. Achso, wir können jetzt die Kommunikation erforschen. Super, okay. Das war the wrong. Du fährst natürlich dann gleich wieder zurück. Du fährst da raus und heilest dich. Du kommst da nicht durch. Bienvenido. Handeln. Vamos conversar. Ja. Offene, offene. Lo sentimos. Venga. Ciao. Schlecht, solange der da. Toll, super, da komme ich ja nicht raus. Ich muss gucken, dass ich da fix wegkomme. So, 7 Gesundheit. Ich würde sagen, danach kümmern wir uns um das Militärische, dass wir da hinkommen. Ich möchte richtig bösen Sachen machen können. Oh Gott. In der 3. Folge und schon spiele ich mit der Weltherrschaft, ne? Ich habe mich auch schon so ein Satelliten. Ich frage mich, wie das Leben auf der Erde wohl war. Mit einer Atmosphäre, die man komplett atmen konnte. Beschissen. An diesem Morgen sah ich fliehende Scharen. Herden, die sich über die Ebene bewegten. Oh. Und lauschte dem Klang des Wassers, Moment mal, der sich mit dem Morgengesang vermischte. Da! Und ich weinte angesichts der Schönheit von all dem. Warum kriege ich... Ich will 2 Reinheitspunkte haben. Egal. Die Zellstruktion. Ja. 5% Produktion oder Produktion. Ja, nimm das da. Weil geht. Ja, wenn ich Wasser bin, ist vorbei. Das, so. Ist in Ordnung. What? Wartet nur ab, meine Freunde. Das wird doch lustig werden. Das geht ja schneller und besser als gedacht hier, ne? Junge, 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 Junge. Aber der Masse an der Boah, der super. Ich brauch. Wenn man am Genotyp eines Organismus herumhantiert, sollte man zumindest vorher sein Handbuch lesen. Ja, Handbücher sind immer lustig. Zur Liste hinzufügen, wir nehmen natürlich den Gentresor, der ist ganz wichtig. An die eine Runde, was ich da jetzt natürlich noch ab, das ist ja klar. Ne? Wir arbeiten uns jetzt... Wir arbeiten uns jetzt ja, komm, wir nehmen mal die militärischen Maschinerien. Das ist nicht so. Ja, gut, das ist nicht so schlecht. Ich suche. Ach, da. Das da will ich. Das haben wir schon. Super. Super. Puh. Witzig. Ist das nicht. So. Hätten wir das da. Okay. Ja, wenn die Stadt da... Hä? Ich will meinen Bautrupp da haben. Ach so.
Musst du erst langsam darauf. Und dann müssen wir eine Straße mal planen. Und das wird ein teurer Spaß noch werden. Das wird echt noch ein teurer Spaß werden. Und ein Jasmin müssen wir entfernen. Oh, 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 oh. 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 Oh. Ja, wir werden uns über Läufer mal bemächtigen aus Frankreich. Und wir werden nicht kaufen können, Soldat. Oh oh. Oh, 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 oh. So, Satellit gestartet. Ah, nein. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Kann nie was Gutes bedeuten. Samantara. Nee, das ist, glaube ich, der Brasilianer da. Ah. Ich sollte zumindest hier unten lasse ich das auf alle Fälle. Schlecht! Ich muss den Ranger machen dann. Wenn die mir den Krieg erklärt. Ja, Nahrung ist besser. Verschanz dich da mal. Wobei in der Stadt wäre natürlich schlauer, ne? Was hier handelt. Also es hat auf alle Fälle schon mal 4 Einheiten, ne? Das ist klar. Das ist nicht gesund. Das ist nicht gesund. Ich wusste doch, dass ich da noch was brauche zusätzlich. Kacke. Das ist jetzt gerade. Ich meine, mit den. Aber da sind noch mehr. Oh, Kampffahrzeug, Gott sei Dank. Einigermaßen befriedigend. Und vielleicht können wir ja ein paar Einheiten noch rekrutieren von ihr, ja? Das wäre jetzt meine Hoffnung. Maschinenbau. Okay, Ranger. Wo habe ich die übersehen? Ah, Mist. Nein. Machen. Ah, ich war der Meinung, ich hätte. Ah, nein. Das ist doch blöd. Kaki. So, jetzt lass mich aber gerade mal schauen. Da ist der Reformer. Wow, das dauert ja eine Ewigkeit. Mein Gott. Gut, dann gehen wir da, da und dann da. Okay. Passt. Ah.
Was macht eigentlich mein zweiter, geh mal ins Wasser, Junge. Nein, ich depp. Fila, ich muss ein Ding bauen. Lass mich dahin. Ich sollte im Wasser vielleicht ein Feld nach dem anderen gehen. Wäre schlauer. Oh, kann ich. Ja. Nein, nicht nächste Runde, du Held des Etterfeldes. Und zwar. Da, Kampffahrzeug. Gar nicht mal so verkehrt, wenn wir das haben. Okay, nächste Runde. Ah, diese Franzosen. Mann! Ein Feld nach dem anderen. Ein Feld nach dem anderen. Okay. Dann können wir bis dahin vorstoßen. Titan. Energie abschöpfen. Why not? Nee. Kaufen. Eigentlich müsste ich mein Geld sparen, ne? Für das da. Nee, Kampffahrzeug, ansonsten bin ich geliefert. Ja, wir werden danach alle drei auf Geld abschöpfen machen, dass ich eine dritte Stadt bauen kann. Da oder da, ich denke eher da. Genau da oben haben wir das mehr Erdöl. Okay. Ich muss natürlich direkt in das Feld latschen, wo Miasma ist. So, mein Kampffahrzeug. Ja, Bereitschaft. Sonst bleibt man nicht immer. Dahin. Nächste Runde. Die macht mich gerade echt kribbelig, aber wenn wir hier zu haben. Stellen Sie sich ein einfaches Problem. Observatorium und sonstige Sachen. Kooperationsabkommen mit. Ist abgelaufen, muss erneuert werden. Das würde ich schon machen. Blieb aber unentdeckt. Okay, das ist. Muss ich jetzt offen und ehrlich sagen, sogar ein bisschen lieber. Weil geht. Da unten ist eine Küste. Irgendein Land muss dort sein. Da ist ein Erkunder, was die Sache natürlich gerade nicht einfacher macht. Dass da vielleicht noch irgendwas ist, was wir uns krallen können. Okay. Also da, die sind ja wohl total am Anus. Die fünf mythischen Geschöpfe der Erde sind der Drache, das Einhorn, der Greif, das Lama und die Chimäre. Das Lama. Mystische Geschöpfe. Das Lama. Lama mal nicht so weiter. Der war gut. Der war sehr gut. Achso, er darf nicht. Eine Produktion auf Elena in Thorium. Thorium-Dingens, genau. Ja. Du, die Stadt ist aber ordentlich gewachsen. Gar nicht mal so schlecht. Also sie haben da die Erkunder doch ein bisschen gepusht. Also dann ist es ja gar nicht so schlecht, dass man... Ne? Ach, da. Ach, Xeno machst sogar. Puh, gar nicht schlecht. Energie abschöpfen und was war? Und wurde eine... Oh, Pfeife, hey.
Wir dürfen einhalten. Echt jetzt? Warum? Welche? Hä? Ah, wir sind mit der Forschung fertig geworden. Oder... Bestätigen. Ja, soll er sich ein bisschen besser verteidigen können. Okay. Das Ganze ist ein Riesenkontinent. Das ist... Okay. Annehmbar. Überall Jas. Oh! Ah! Ja! Und ja! Und... Ist doch blöd! Mann! Ich muss Soldaten darauf schicken, um das auszulöschen. Es ist echt nicht geschickt. Nein, ist es nicht. Ist es wirklich nicht. Aber wir können zumindest gleich mir erstmal entfernen. Ja, töte sie halt. Okay, das sind zu viele. So, der Ultraschall-Sound. Dann verpieselt euch nicht Runde. Hm, macht doch ein, zwei Runden. Vielleicht drei. Da oben, deswegen. Mal schauen. Ja, letztendlich hier lang. Ich würde nämlich gerne noch in einer Stadt ein Dings in Auftrag geben. Kolonisten. Fällt mir so ein. Wäre nicht schlecht. So, ich sollte mal vielleicht... Ja, nee. Den machen wir weg. Mach mir mal Handelsschiff, meinetwegen, und ein zweites Handelsschiff. Ja, das war wieder falsch. Ich wollte gucken. Na. Mit wem ich handeln kann, so über Wasser. Nein. Dann. Ja, nicht kaufen. Ja, vielleicht können wir es uns bis dahin kaufen. Lassen wir das einfach mal so. Eine Einheit benötigt meine Befahl. Okay. Und du, mein Freund, gehst natürlich hier runter. Und... Du dahin. Ich glaube, das war nämlich der, den ich da versehentlich irgendwo hingeschickt habe. Das muss nicht sein. So, dann können wir gleich einen kulturellen Wert noch machen. Dann werden wir natürlich jetzt das Militärische nehmen, ganz klar. Aha, das Handelsschiff ist nun in Produkt. Wow, ist hier oben viel Erdöl. Ja, und so viel Erdöl braucht man dann auch wiederum nicht. Also Soldaten sind schon in der Stadt. Ich wollte gerade sagen, warum darf ich dich nicht auf Bereitschaft stellen? Einen kulturellen Wert. Wir nehmen 50% EP-Bonus. Dahin. Sie
Sie erhalten 100% der Stärke einer Aliens-Lebensform als Wissenschaftler, nachdem sie sie getötet haben. Sie erhalten 60 Wissenschaft durch die Zerstörung von... Wow! Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Das überlege ich mir noch. Okay. Ja, dann hoffe ich, dass wir in der nächsten Aufnahme hier die Stadt aufbauen können. Erdöl. Rieselin, Korallen, Kieselerde. Hier wäre natürlich auch nicht schlecht, aber wir kriegen das da unten. Dann hier. Ja, ja, passt. Passt, sehr gut. Bis dahin dürften wir sogar die Geophysik durchhaben. 7 Runden, bis das Ding fertig ist erst, ne? 8 Runden bis da ist. Und dann sehen wir auch noch das Geothermit. Und das wäre nicht schlecht, wenn wir da oben auch noch ein bisschen hätte. Ansonsten sieht's, denke ich... Also, kann mir nicht vorstellen, dass Frankreich hier lang die Füße stillhält. 2 Kanoniere, wir haben 2 Fahrzeuge, wir sollten noch ein bisschen Militär dazu holen. Die sind schon gut geschwächt. Ich denke, könnte interessant werden. Kann es sein, dass ich schon wieder nur einen Händler habe? Ich sehe nämlich nur eine Handelsroute. Ist super, genial. Danke, liebes Spiel, dass du den wieder kaputt gemacht hast. Warum seid ihr Pfeifen bitte nicht dahin gegangen? Dann könnte ich über Wasser mit euch handeln. Die sind auch weg vom Wasser und Frankreich handeln, glaube ich, macht nicht so viel Sinn, da wir uns mit denen schon bald unter Umständen in einem Krieg befinden. Gut, dann vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Baba.